Die Probleme waren für jeden sichtbar, jedoch wurden sie von allen ignoriert, was zu einem fatalen Ende für die sechsköpfige Familie führte. Unser heutiger Fall spielt sich im Jahr 2021 in Bristol, England ab. Bristol liegt im Südwesten des Landes. Bekannt ist die Stadt für die vielen Universitäten, die es dort gibt, aber auch für den Hafen, der einen der größten Exporthafen im Vereinigten Königreich ist. Im Land selbst zählt Bristol als eine der freundlichsten Städte, ansonsten entspricht sie aber der typisch britischen Tradition. In dieser Stadt lebte die 24-jährige Abigail White. Abigail hatte eine schwere Kindheit hinter sich. Als sie noch klein war, schlug der Vater oft ihre Mutter und wenige Jahre nach ihrer Geburt trennte sich das Paar. Als die Mutter dann erneut heiratete, schlug ihr neuer Stiefvater auch sie, weshalb sie bei ihren Großeltern leben musste. Diese Umstände wirkten sich auf ihre Schulnoten aus und oft wurde sie vom Unterricht verwiesen, weil sie sich daneben benahm. Mit gerade einmal 13 Jahren fing sie dann an, Antidepressiva zu nehmen. Wenige Jahre später lernte sie einen Jungen namens Bradley Lewis kennen. Bradley war ein paar Jahre jünger als sie und kam ebenfalls aus Bristol. Er spielte Fußball in einer örtlichen Mannschaft und hatte einen großen Freundeskreis. Die beiden wurden nach ein wenigen Jahren ein Paar und sollten dies auch für einige Zeit bleiben. Nach der Schule hatte Abigail Probleme, einen Job zu finden, weshalb sie beschloss, Content Creator zu werden. So begann sie irgendwann auf einer Plattform, die wir hier nur OF nennen werden, Fotos zu verkaufen. Der Grund hierfür sind die strengen Richtlinien von YouTube, die mir verbieten, den Namen der Webseite auszusprechen, ohne mit Problemen für das Video rechnen zu müssen. OF ist eine Seite, auf der Content Creator Inhalte gegen ein Abo-Modell verkaufen können. Ähnlich wie Patreon sollte es eine zweite Einnahmequelle sein, damit ihre Arbeit finanziert werden kann. Aber gerade auf dieser Seite etablierte es sich dann, dass einige Frauen Fotos von sich selbst in bestimmten Posen gegen Geld verkaufen. So wollte auch Abigail mit Fotos und Videos von sich und ihrem Freund Geld verdienen, statt einer klassischen Arbeit nachzugehen. Sie erstellte also einen Account mit dem Namen The Fake Barbie Girl und fing an, ihre Fotos online zu stellen. Bereits im ersten Jahr auf der Plattform verdiente sie über 50.000 Pfund, also knapp 56.000 Euro vor Abzug der Steuern. Doch ihr Erfolg sollte nicht allzu lange halten. Da die Konkurrenz riesig ist auf der Plattform, verlor sie schnell an Relevanz und 75% ihrer Follower kündigten ihr Abo bei ihr wieder. Im zweiten Jahr verdiente sie nur noch 13.000 Pfund. Sie war zu diesem Zeitpunkt auch schon vierfache Mutter und das Geld reichte nicht, um alles zu bezahlen. Da ihr Freund Bradley aber genug verdiente, konnte er seine Familie so gut es ging unterstützen. Von den vier Kindern waren drei seine leiblichen. Zu allem Übel hatte Abigail zusätzlich noch ein Problem mit illegalen Substanzen und Alkohol. All dies führte dazu, dass die Beziehung zwischen den beiden eher mäßig funktionierte. Laut eigener Aussage sei die Beziehung sehr anstrengend und kontrollierend gewesen. Abigail behauptete, dass ihr Freund untreu sei und sie manipulieren würde, obwohl sie selbst mit mehreren Männern Affären hatte. Freunde von Bradley warnten ihn, dass Abigail gestört sei und dass sie ihn kontrollieren würde. Auch die Mutter von Bradley versuchte, die beiden auseinanderzubringen, ohne Erfolg. In ihren Augen hatte ihr Sohn etwas Besseres verdient, jemanden, der ihn richtig behandelt. Dies ging so weit, dass Sozialarbeiter zur Wohnung der beiden fuhren und Bradley dazu überredeten, auszuziehen. Er zog also auf den Rat der Sozialarbeiter zu seiner Mutter zurück, jedoch vertraute Abigail ihm nicht, wenn er alleine war. Deshalb überredete sie ihn fast jede Nacht dazu, doch bei ihr zu übernachten. Auf ihren Social-Media-Accounts sieht man von dieser zerstörten Partnerschaft nichts. Sie postet TikTok-Videos über ihr angeblich wildes Leben und produziert weiterhin Fotos für ihren OF-Account. So nutzte sie ihre Reichweite aber auch, um sich über ihren eigenen Freund lustig zu machen und ihn online bloßzustellen. Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem eine Sprachnachricht von ihr im Internet geleakt wurde, die sie an ihre beste Freundin geschickt hatte. Obviously, I have no limit when I get angry. And like, obviously, he said that I need help with that. Because people are generally saying to me, one of you are going to end up dead. Like, and I fully believe that I'm quite capable of killing him if he hurts me again. And, or I'm going to end up being in prison. But I don't believe a word that comes out of that boy's mouth.
I have to beat the living daylights out of him for him to tell me the truth. And he still don't tell me the truth. He only tells me the truth when he thinks I'm going to kill him. Like when I get a knife out, like when I stab him, like, oh, I just don't get this kid. Im März 2019 eskalierte einer ihrer Streits dann so sehr, dass sie ihn mit einem Messer angriff und es ihm in den Arm rammte. Als sie realisierte, was sie getan hatte, riefen sie einen Krankenwagen. Bradley erzählte dem Notarzt dann, dass es ein Unfall bei der Arbeit war. Da die beiden drei gemeinsame Kinder hatten, wollte Bradley die Beziehung nicht aufgeben und deckte sie. Ebenso blieb er mit ihr zusammen, denn er hatte Hoffnung, dass es doch noch gut ausgehen könnte. Dann kam der Tag des 25. März 2021, Bradleys letzter Tag. Gegen 20.10 Uhr abends beschwerten Nachbarn sich darüber, dass man Schreie aus dem Haus der Familie hörte. Eine besorgte Nachbarin ging daraufhin rüber und hörte, wie Abigail rief, dass sie kein Netz hätte und dass jemand einen Notarzt rufen müsse, weil er nicht mehr atmet. Als die Nachbarin das Haus betrat, sah sie Bradley auf dem Boden liegen. Der ganze Raum war voll mit Blut. Neben ihm, auf seiner Heizung, lag ein blutiges Messer. Sie rief sofort 999, die britische Notrufnummer, und kurze Zeit später kam auch ihr Mann an. Sie versuchten, Bradley medizinisch zu versorgen, bis die Sanitäter eintrafen, allerdings ohne Erfolg. Überall im Haus war Blut und in einer Ecke lag ein blutiger Mob und Kleidung. Abigail wirkte auf die Nachbarn extrem verängstigt und sie sagte, dass Bradley sich selbst mit dem Messer angegriffen hatte, nachdem sie einen Streit hatten. Die Polizei glaubte ihr diese Geschichte nicht. Sie durfte zwar mit ins Krankenhaus fahren, jedoch blieb die ganze Zeit ein Polizist in ihrer Nähe. Im Krankenhaus angekommen, wurde Bradley sofort in den OP-Saal gebracht, jedoch hatte er zu viel Blut verloren und um 1:30 Uhr nachts verlor er sein Leben. Es konnte nur noch festgestellt werden, dass er durch einen einzigen Stich in die Brust verletzt wurde. Der Stich war so tief, dass er bis ins Herz vordrang. Einige seiner Freunde meldeten sich dann bei der Polizei und erzählten von der schlechten Beziehung zu Abigail. Abigail wurde daraufhin festgenommen und befragt. Bei dieser Befragung verweigerte sie jede Aussage und übergab der Polizei nur ein schriftliches Statement, welches sie mit ihrem Anwalt angefertigt hatte. Laut dieser Aussage soll Folgendes passiert sein. Bradley hätte sie damit bedroht, dass er sich selbst verletzen würde, weshalb sie nach dem Messer griff, um es aus dem Fenster zu werfen. Auf dem Weg zum Fenster rannte Bradley ihr hinterher und griff nach dem Messer. Er packte ihren Arm und rammte sich selbst das Messer in die Brust. So sagte es Abigail. Die Polizisten sahen sofort die Lücken in dieser Geschichte und glaubten ihr kein Wort. Irgendwann sah sie das auch ein und akzeptierte die Anklage 2 Monate nach der Tat. Es galt nun also herauszufinden, was wirklich in dieser Nacht passierte. Etwas früher, an dem Abend des 25. März 2021, beschloss Bradley, dass er nicht mehr in einer Beziehung mit Abigail sein wollte. Sie tat ihm nicht gut und hatte ihn bereits zuvor mit einem Messer verletzt. Die beiden trafen sich also in einem öffentlichen Park, wo er mit ihr Schluss machen wollte. Abigail war außer sich vor Wut, als sie das hörte, und sie lehnte seine Entscheidung ab. Trotzdem gingen sie danach gemeinsam mit ein paar Freunden in einen Pub. Dort nahm Abigail eine Leine auf der Toilette des Pubs und setzte sich danach nach draußen in den Biergarten zu ihren Freunden und ihrem Ex-Freund. Sie trank daraufhin noch ein paar Bier, eine gefährliche Mischung. Irgendwann im Laufe des Abends ging Bradley dann auf die Toilette und fing dort an zu weinen. Ein Freund kam vorbei und fragte ihn, was los sei, woraufhin er antwortete, dass er Angst vor Abigail hatte. Dass er sie verlassen wollte, aber die Angst zu groß sei, dass sie sich selbst etwas antun würde. Draußen in der Bar fing dann eine Schlägerei zwischen Abigail und einem fremden Mann an, was darin endete, dass Abigail niedergeschlagen und aus der Bar geworfen wurde. Draußen nahm sie den Drink, den Bradley dabei hatte, aus seiner Hand und warf ihn in sein Gesicht. Als einer der Freunde dann sagte, dass sie sich beruhigen sollte, spuckte sie auch ihm ins Gesicht und sagte, dass sie mit Bradley alleine sein will bei ihr zu Hause. Auf dem Weg dorthin stritten die beiden sich ununterbrochen. Als sie sich dann von ihren Freunden verabschiedeten, sagte Bradley noch, dass er tot sei, wenn er nach Hause geht. 20 Minuten nach dieser Aussage ging der Notruf bei der Polizei ein. Abigail plädierte auf schuldig, jedoch bestand sie darauf, dass es keine vorsätzliche Tat war. Die Polizei war da anderer Meinung, denn man fand extrem viele Beweise gegen sie. Zum Beispiel waren auf dem Handy von Bradley hunderte von Nachrichten, die Abigail ihm geschickt hatte, indem sie ihn bedrohte und beleidigte. 31 Tage vor der Tat schrieb sie:
Ich schwöre dir bei Gott, ich stech dich ab. Wenige Tage danach schrieb sie nochmal, ich stech dir in deinen verfickten Nacken. Auf dem PC von Abigail fand man dann noch ihre Google-Anfragen. Darunter waren viele Fragen wie, wo am besten mit einem Messer angreifen und ähnliches. Eine Psychologin sollte dann im Auftrag des Gerichtes Abigail untersuchen. Dabei fand sie heraus, dass Abigail extreme Probleme damit hatte, sich zu kontrollieren, wenn sie wütend war. Im offiziellen Statement hieß es sogar, dass 99% der Menschen besser darin seien, sich zu kontrollieren als sie. Auch würde es bei ihr Anzeichen dafür geben, dass sie unter Borderline litt. Durch den extremen Stress, dem sie ausgesetzt war vor der Tat, hätten sich ihre Störungen nur verstärkt. Eine Psychose wurde allerdings ausgeschlossen für die Tatnacht. Der Prozess begann also und alle Beweise wurden vorgetragen. Nach nur 12 Stunden kam das Gericht dann zu dem Urteil, dass Abigail in allen Punkten schuldig sei. Sie bekam eine lebenslange Haftstrafe mit einer Möglichkeit auf Bewährung nach mindestens 18 Jahren. Wenn ihr Antrag auf Bewährung also genehmigt werden sollte, wäre sie frühestens im Jahr 2039 wieder frei. Der Richter gab Abigail noch die folgenden Worte mit. Diese Nachrichten sind wirklich gruselig. Sie haben konstante Aufmerksamkeit gefordert. Die Nachrichten beweisen, dass, wenn er nicht das tat, was sie wollten, dann wurden sie zunehmend aggressiv. In meinen Augen ist es klar, dass sie die Absicht hatten, ihm das Leben zu nehmen, als sie auf ihn einstachen. Sie hatten es ihm schon viele Male angedroht. Zurück bleibt eine trauernde Familie, für die der Verlust des eigenen Sohnes der schlimmste Tag in ihrem Leben ist. Sie haben sich bis heute nicht davon erholt und werden es wahrscheinlich auch nie tun. Gute Nacht und bleibt gesund.